Mit dem Thriller Hell feiert Tim Fehlbaum nach einer Reihe eindrucksvoller Kurzfilme nun sein Kinodebüt. Mit einer bemerkenswerten Besetzung. In einer der Hauptrollen Hannah Herzsprung. Sie steht vor der Kamera und sie ist da und sie hat so eine Wahnsinnspräsenz. Was sie hier jeden Tag macht, das ist wirklich unglaublich, weil sie so sehr zu ihrer Figur geworden ist. Ich kann nur spielen, wenn ich es fühle. Kann eben nicht so gut drüber reden und kann auch nicht drüber schreiben, sondern lieb's es zu spielen. Wie weit reichen die? Keine Ahnung. Nicht weiter als 3 Kilometer. Da muss sie in der Nähe sein. Ich habe das Gefühl wirklich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Und auch genau die Mischung mit Lars Eidinger und Stipe sowieso. Stipe ist natürlich nicht nur von der Physiognomie passt er einfach, aber das, was er so ausstrahlt und so weiter, das war so irgendwie ganz klar. Für mich ist Tom das, was ich sowieso bin und in mir trage. 5 Liter. Dafür kriege ich mindestens 20. Ihr seid nicht die Einzigen, die hier vorbeikommen. Lars Eidinger, der wirklich auch perfekt passt in die Rolle und der so wahnsinnig gut spielt, dass mich immer überrascht und der auch noch Kilo abgenommen hat für die Rolle. Das ist ja auch eine Wahnsinnsvorbereitung. Mittlerweile ist es schon so, dass sich meine Physiognomie so verändert hat, dass ich das Gefühl habe, ich bin auch jemand anderes geworden für den Film. Fahr. Man sieht ja, es ist ein sehr junges Team und für viele wird dieser Film auch ein Sprungbrett werden. Ich bin die Leonie, die kleine Schwester von der Marie. Die Leonie ist sehr stark, so für ihr Alter. Wozu brauchst du die eigentlich noch? Die ist von meiner Mutter. Die hat kein Glück gehabt. Großartig. Auch alles Kollegen, mit denen ich immer schon mal spielen wollte. Dann natürlich vor allem auch Angela Winkler. Fühle ich mich natürlich noch mal speziell geehrt. Du kannst jetzt nicht fort. Doch nicht bei Tag und ohne Wasser. Können Sie mir was geben? Ja, habe ich nicht. Für mich ist es ein Wahnsinnsglück, dass ich gleich bei meinem ersten Film mit so tollen Schauspielern arbeiten kann. Ab dem 22. September läuft Fehlbaums beeindruckend intensiv gespielter Thriller im Kino. Die Sonne wird dich verbrennen.